1948. Der Gesundheitsschutz wird zu einem verfassungsmäßigen Recht. Seitdem hat sich das Gesundheitssystem kontinuierlich weiterentwickelt und das Leistungsangebot für die Menschen Jahr für Jahr erweitert. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb setzt sich seit jeher dafür ein, dieses Recht allen Bürgerinnen und Bürgern zu garantieren und hat sich nun ein neues, großes Ziel gesetzt: die Maßnahmen umzusetzen, die der Nationale Wiederaufbauplan PNRR im Bereich Gesundheit für die wohnortnahe Versorgung vorsieht. Eine Versorgung, die im ganzen Landesgebiet Verbreitung findet, um immer näher bei den Menschen zu sein. Doch was genau wird passieren? Das Gesundheitssystem wird neu strukturiert, indem neue, landesweit verteilte Versorgungseinrichtungen geschaffen werden. Diese werden zusammenarbeiten, um den sich ändernden Gesundheitsbedürfnissen der Bevölkerung entgegenzukommen. Insbesondere werden sie sich um Patienten aller Altersklassen mit einer oder mehreren chronischen Krankheiten kümmern. Die Versorgung chronisch Kranker ist eine der größten Herausforderungen der Zukunft, weil sie komplex ist und zunehmend mehr Menschen betreffen wird. Deshalb werden die wohnortnahen Einsatzzentralen, Gemeinschaftshäuser und Gemeinschaftskrankenhäuser zu einem festen Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Lernen wir sie näher kennen. Wohnortnahe Einsatzzentralen sind organisatorische Plattformen, die von Krankenpflegepersonal geleitet werden. Diese Zentralen koordinieren die Betreuung von Personen mit chronischen Krankheiten oder Beeinträchtigungen. Sie fungieren als Bindeglied zwischen den Diensten und Fachleuten, um kontinuierliche, niederschwellige und integrierte Gesundheits- und Sozialleistungen zu gewährleisten. Die Gemeinschaftshäuser sind eine Weiterentwicklung der derzeitigen Gesundheitssprengel. Sie werden kapillar verteilt sein und dazu dienen, die meisten gesundheitlichen Bedürfnisse der Menschen im Einzugsgebiet zu ermitteln und zu erfüllen. Darin werden multidisziplinäre Teams aus ärztlichem, pflegerischem und anderem Gesundheitspersonal arbeiten, die direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten und den individuellen Behandlungsverlauf definieren. Gemeinschaftskrankenhäuser hingegen sind Zwischenstationen zwischen dem eigenen Zuhause und dem Krankenhaus. Ziel ist es, eine geschützte Entlassung an ausgewiesenen, möglichst wohnortnahen Orten zu fördern. Hier kümmert sich das Gesundheitspersonal um die Stabilisierung und Genesung der Person und verhindert dadurch lange nicht mehr nötige oder wiederholte Krankenhausaufenthalte. Sie sind vor allem für chronisch kranke Menschen und jene gedacht, die zwar keine komplexe Versorgung benötigen, aber eine ständige Gesundheitsüberwachung, die zu Hause nicht gewährleistet werden kann. Diese neuen, stark integrierten Dienste werden uns bei der Bewältigung der Herausforderungen helfen, die die steigende Lebenserwartung für unser Gesundheitssystem mit sich bringt. Eine zunehmend ältere Bevölkerung mit wachsendem Pflegebedarf, deren pflegende Angehörige ebenfalls wirksam unterstützt werden müssen. Dies kann nur durch eine koordinierte Arbeit aller Akteure und Dienste geschehen. Der PNRR Gesundheit ist genau das. Ein Mittel, um den Übergang zu diesem neuen Modell der Gesundheitsversorgung zu erleichtern. Südtiroler Sanitätsbetrieb – immer an Ihrer Seite.